Hallo liebe Leute und wir machen weiter mit Breath of Fire 3 und wir befinden uns immer noch in diesem Engelsturm und suchen immer noch den Weg, den wir lang gehen müssen. Und ich muss gucken, dass ich erstmal diese Monster hier bekämpfe. Aber gut, ich habe da so eine kleine Idee, die mir gerade jetzt gerade so eingefallen ist, jetzt wo ich hier diesen Weg lang gelaufen bin. Aber erstmal werde ich mich um dieses Monster kümmern, so. Da werde ich nämlich mal diesen Felsen da drüben, der da drüben steht, den werde ich mal schieben. Weil ich sehe hier gerade, dass hier eine Lücke ist. Und ich denke mal, diesen Felsen kann man da sehr gut hinschieben. Das heißt, ich muss erstmal gar nach vorne setzen. Vielleicht ist das ja notwendig, um weiterzukommen. Man geht lieber mal auf Nummer sicher. Schließlich muss ich ja noch eine Wand wegspringen. Warum dauert das Schieben so lange? Gar, du hättest ruhig ein bisschen stärker sein können. Na gut. Wollen wir mal nicht meckern. Wir können froh sein, dass wir so einen Vigar in unserer Party haben. Weil sonst hätten wir hier so einige Probleme. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt auch da so stehen bleibt. Dieser Felsen. Und noch ein Monster. Zwei. Okay. Ein Cerebus und ein Gespenst. Jetzt ist nur noch der Cerebus. Und weg seid ihr auch schon. Ich sollte Gar gleich mal heilen. Hat auch schon ein bisschen mit gelitten. Irgendwie. Aber erstmal die Party wieder umändern. So. Okay, da oben ist eine Tür, wo ich mal gucken will. Aber erstmal, wie gesagt, will ich Gar heilen. Oh Mann, so langsam gefällt mir dieser Engelsturm hier nicht mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Auch nur, weil ich hier jetzt neue Gebiete erkunden muss. Obwohl, es ist eigentlich schon genial. Obwohl, hier geht's nicht weiter. Dann gehe ich mal diese Treppen hier hoch. Da muss ich wahrscheinlich auch hoch. Und da muss ich gleich nochmal nach der rissigen Wand Ausschau halten. Damit ich mir die nochmal merke und die dann betrete, sobald ich die richtige Partymitgliedin in meine Party habe. Und ich merke gerade, Gar muss drin bleiben. Das heißt, ich muss Nina austauschen. Na super. Ausgerechnet die mit der Magie. Aber hier ist sonst weiter nichts. Nee, da drüben ist eine Truhe, da komme ich nicht dran. Okay. Dann bleibt die da liegen. Aber irgendwie... Moment, hier war... Nee, hier war nicht die rissige Wand. Aber ich wollte diese eine Tür da lang gehen. Erstmal gucke ich die rechte Tür. Ob ich da überhaupt schon mal drin war. Das ist schon eine Weile her. Ach man, Nina, ein bisschen... Ein HP. Mist. Aber gut, also ich kann nur hoffen, dass wenn ich da jetzt rechts gehe, wirklich... Der Weg ist, den ich gehen muss, weil es ist wirklich schon eine Weile her... Dass ich hier in diesem Engelsturm zuletzt war. Leider. Aber gut, das soll uns nicht weiter kümmern. Wir finden schon noch irgendwie den Weg, auch wenn es dauert. Leider kenne ich den Weg noch nicht. Leider habe ich das Spiel vorher noch nie durchgespielt. Weil sonst hätte ich bestimmt keine Probleme, hier die ganzen Wege zu finden. Gut, hier wären wir. Hoffentlich ist der Felsen noch da. Na also. Okay. Jetzt kann ich nur hoffen, dass da auch noch eine Tür ist oder sowas. Sonst war das, würde ich sagen, umsonst. Na super, jetzt darf ich mal wieder Gespenster vernichten. Das war mein Gespenst. Okay. Komm schon, bitte sei deine Tür, bitte sei deine Tür, bitte sei deine Scheiß-Truhe. Mit einem Mithril-Helm. Na klasse. Wäre ja auch zu großzügig gewesen, wenn da eine Tür gewesen wäre, die mich weitergebracht hätte. Wenigstens habe ich ein Ausrüstungs-Item bekommen. Auch wenn ich lieber weiterkommen würde, als solche Items einzusacken, dann bleibt mir wohl echt nichts anderes übrig, als Momo in die Party aufzunehmen und mal gucken, ob hinter der zerbombbaren Wand irgendwas ist. Das wäre auf jeden Fall die letzte Option, die mir noch übrig bleibt. Eine andere Möglichkeit wüsste ich hier jetzt nicht mehr, was ich noch machen könnte oder so. So, wo war nochmal die rissige Wand? Weiter links hier. Ach man, warum kommen so viele Monster, die uns aufhalten wollen? Okay, drei... Ich flüchte vor euch. Auch nein! Aber nur, weil ihr so viel seid. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das überlebe. Aber das ist kein Problem. Ich muss gucken, dass ich jetzt schnell wegfliege. Irgendwie. Drei Stück sind mir zu viele. Na also. Geht doch. Warum nicht gleich so? So. Und hier ist diese rissige Wand, die ich mal kaputt machen will.
Und dazu werde ich Nina in meine Party holen. Deswegen würde ich sagen, schalte ich einmal kurz ab, weil das sonst zu lange dauern würde. Und wir sehen uns an dieser Wand mit Momo in unserer Party wieder. Bis gleich. Okay, Leute, kleine Planänderung. Ich habe den Weg gefunden, wie es aussieht. Und zwar muss ich hier die Treppen runter. Ich habe es eben entdeckt, weil ich dachte, gehe ich mal die Treppen hier spaßigshalber runter. Und dann habe ich das hier gesehen. Und dann dachte ich mir gleich, ich muss nochmal den ganzen Weg laufen, bevor ich hier irgendetwas falsch mache. Deswegen, ich will euch dieses Hindernis natürlich mitzeigen. Ihr sollt ja schließlich nichts verpassen. Diese Wand im Engelsturm ist also doch nicht so wichtig. Dice! Die Barriere schwindet? Ich habe ein bisschen Angst vor Dice. Sie steht auf, aber sie sieht komplett nackt aus. Wächter? Hey, der macht jetzt bloß nichts Verbotenes hier. Okay. Du Idiot von einem holzköpfigen Wächter! Was hast du dir dabei gedacht, mich für 500 Jahre dort einzusperren? Wie kannst du nur, Gar? Ich würde dich am liebsten in den Orbit schießen. Gar, was hat das zu bedeuten? Klär uns auf. So, ich denke, der Umstand, dass du mich befreit hast, zeigt, dass du nun doch hören willst, was ich zu sagen habe. Wir haben Geist getötet wegen dir. Ja, du bist ganz schön blöd, dass du dich jetzt gerade verhauen lässt von einer Frau, aber gut. Es ist zu spät. Holzkopf, Hohlkopf. Ja, zu spät für Entschuldigung, Wabi. Nun, vielleicht nicht ganz hoffnungslos. Jetzt will ich gerne mal wissen, worum es geht. Okay, eine Rückblende. Was hast du getan? Was sind da so welche von der Brut? Das ist Dice. Die sieht ja genauso aus wie in Breath of Fire 2. Aber, oh scheiße, jetzt habe ich das gar nicht gelesen. Ne? Aber unser Gott sagte, dass sie boshaft und schlecht sind. Und du dachtest nie, dass er sich irren könnte? Idiot! Ich sage es ist dir. Ich zeige dir deinen dummen Gott. Dice! Zeige unserem Gott mehr Respekt! Und dieser Babydrache ist DJ K.R. oder was? Also das auserwählte Kind? Fragezeichen? Wenn wirklich jedes Mitglied der Brut getötet worden wäre. Er wird rot, okay. Dann wäre alles verloren. Na gut, wenn eine nackte Frau vor mir stehen würde, würde ich auch rot werden, ehrlich gesagt. Also ich kann den Helden gerade verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch ergehen würde. Aber es ist noch nicht... Es ist noch ein Kind der Brut am Leben. Moment, wie alt ist der Auserwählte nochmal? Dann Eiskralle, bitte nochmal die ganzen Altersgruppen aufzählen. Oder wie auch immer das nochmal war, mit den ganzen Altersgruppen. Naja. Dice, würdest du dir endlich mal was anziehen? Und was ist mit Gott? Das Wichtigste zuerst, Wächter. Die Geister der toten Drachen sind hier zu stark. Wir müssen an einen anderen Ort gehen. Da muss eine Höhle am Fuß des Vulkans westlich von hier sein. Dort treffen wir uns. Eine Höhle am Vulkan? Ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Der Vulkan im Westen. Verstanden, mein kleiner Drache? Ja, und er zieht dir endlich was an. Mann, das ist ja nicht mit anzusehen. Na klasse, jetzt dürfen wir einen ganzen Weg zurücklaufen. Der Vulkan im Westen. Sie meint wohl den Zubloberg. Ja, welchen sonst? Gibt ja nur einen Vulkan. Warte einen Moment. Warum schaust du so komisch, DJ Kerr? Weil Dice eben komplett nackt vor mir stand? Ah, wie auch immer. Gut, wir können jetzt endlich hier raus. Wow. Und dann endlich einen Weg suchen, hier wieder zurückzukommen. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich wieder zu der Weltkarte komme. Ach, hier ging's lang. Und dann hier runterspringen. Ah. Und ich habe mich schon gefragt, warum es da nicht weitergeht.
Aber egal, ich werde schnell auf die Weltkarte. Und dann können wir auf jeden Fall beim nächsten Video in Richtung zu Bloberg aufbrechen. Yay! Ich komme endlich weiter! Aber ich lasse die Mauer jetzt doch weg und mache sie irgendwann offscreen und sage euch, was da drin war. Wenn ich die Zeit dazu finde. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beende ich das Video hier und im nächsten Video werden wir mit einer veränderten Party den zu Bloberg wieder betreten. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!